So, wir haben 751. Ich würde gerne das Steffenpferd weitermachen, aber Mobile-Klinge, wir nutzen, wenn nicht so oft, eine T-Kanone. Die leistet uns das schon gute Dienste. Also ich glaube, wir sparen noch ein bisschen, dann machen wir das Steppenpferd weiter und dann. Ich will nämlich, dass man mit dem Steppenpferd öfter zuschlagen kann. Das ist dann sehr gut. Also das Steppenpferd macht schon richtig Damage und kann auch Verteidigung durchbrechen, aber was wäre das beste Steppenpferd, wenn es extrem langsam wäre? Und wenn man auch gerade stirbt. Auch nicht sehr schön. Och nee, nicht den ganzen Weg nochmal. Ich sag lieber nix. Ich sag nix. Laufen wir mal weiter. So. Ich frag mich, was passiert, wenn wir da zu dieser T. Nee, zu dieser Pfeife kommen. Ich hab's erwartet. Hallo. Und. Alter, halt! Okay. Weg da. Und. Ach ja, das kann mich auch noch klein machen. Und weg ist das Viech. Und du lässt mich auch in Ruhe. Danke. Halt. Oh, nee, ne? Die Dinger schon wieder. Und zack. Nein! Jetzt hat mich das Ding abgelenkt hier. Ich will einen anderen da haben. Und weg mit dir. Ja, supi. Und weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Alter. Yeah. Also diese Wespen, die sind wirklich anfällig gegen Attacken und so, also leicht zu besiegen, aber machen auch Damage. Das ist klar. So, da oben sehe ich einen Zerfall. Ist schön kristallin. Ah. Setzen wir mal einen schönen Hasen drauf. Noch irgendwas anderes? Eine Schnauze oder so? Können wir da hinten hin? Nö. Dann gehen wir mal hier hoch, wenn wir das schaffen. Ja, ich glaube, wir schaffen das. Nein! Wir schaffen das nicht. Und irgendwas hält hier mal runter. Ich glaube, das kommt von den Gegnern. Aber ich frage mich, wie man dann hochkommen soll. Ich glaube, von hier aus. Yep, das. Nein, das war blöd. Ich dachte, wir fahren weiter hoch. Nochmal. So. Und dann gleich da weiter. Genau, und gezündet. Und hier? Ja, das ist auch gut. Was aktivieren wir jetzt damit? Und wir lassen uns überraschen. Da verschwinden die. Und dann gehen wir da lang. Och nö. Och nö. Und da unten waren wir schon. Gibt's irgendwie noch ein Secret? Da unten geht's noch. Lang. Irgendwas gibt's da noch. Ach so, das ist bestimmt, damit wir da noch lang kommen und den Korb abholen können. Also hier unten, hier gibt's nichts mehr. Okay. Dann lass uns hier weiter. Dass wir dann endlich mal diese Welt hier beendet haben. Ich finde die schon krass hier. Und das Wasser, das sollte doch eigentlich verschiedene. Also das Wasser, das sieht so aus, als wenn es in einem Schlauch oder so in einem Gefäß fließt. Also, das ist nicht natürlich fließendes Wasser. Klar, wir sind in einem Traum. Wenn das ein Traum ist, glaube ich. Und ist hier eine Plattform? Ist da noch was? Wir können auch da lang. Ah!
glaube, wir nehmen mal gleich die Plattform, aber ich will mal hier reinschauen. Dunkel, dunkel. Ah, da. Eine Erinnerung. Radcliffe hat mich nur einmal hereingebeten. Komischer Vogel. Mächtig stolz auf seinen Plunder. Ming, hat er gesagt. Und zum Teil Tokugawa, Japan. Schien mir nicht so der Samurai-Typ zu sein. Vielleicht gerade deswegen. Hm. So, ich will da rein. Danke. So, jetzt gucken wir mal nach diesen Plattformen. Erstmal Gesundheit. Yeah. Gesundheit. Immer her damit, bitte. Danke. Und Szenchen? Schade. Keine Szene bekommen. So, dann springen wir mal dahin. Also der zahnischen Hilfe. Muss ich nicht nachsehen. Also, ich muss nicht nachsehen. Nicht sie. Also sie kann ja... Also, um es mal konkret auszudrücken, sie ist ja eigentlich blind. Also ich steuere sie ja. Also ist das irgendwie... Ja. Sie ist ein Teil meines Computers. So sagt, kann man so schön sagen. Haha. Ah. Warte mal. Erwartet uns noch was? Ich will mal... Nö, nix weiter. Okay. Dann hier rauf. Und... Da hoch. Na, wenn wir das... Ach, Mann, ey. Nochmal. Und da hoch, das sind dann die schönen Partikel. Die helfen einem so weiter. Ja, da lang weiter. Yeah. Und hier war lang weiter. Und gleich weiter, ohne Zeit zu verschwenden. Und da lang. Yeah. Na, ziehen. Genau. Okay. Springen wir mal darauf. Ho, ho! Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Der gerade stirbt. Ein weiblicher Weihnachtsmann. Sehr weiblich. Nicht schön. Ach Mann, ich will den Weg nicht nochmal machen. Also ihr könnt mich gerne hauen, weil ich immer so oft sterbe, aber... Wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, weil ihr sterbt auch nicht weniger. Also dann verämmert ihr das nicht. Also bei mir läuft wirklich alles flüssig. Jetzt gerade. Und... Alter, ich will auf... Die wollen mich wirklich trollen hier, ne? So, liebe Plattform. Oh, oh. Oh, endlich geschafft. Yeah. Danke, liebe Plattform, dass du mich transportiert hast. Und tschüss. Ich erwarte wieder Samurai-Wespen. Eine Erinnerung. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte. Ah, und da kommt, glaube ich, das nächste Kapitel. Haben wir noch was übersehen? Ich denke mal nicht. Ich bin einfach mal weiter. Rein da. Little. Okay. Dinah hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Dinah hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Dinah waren oben, als ich ins Bett ging. Dinah war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Eine weitere Bekenntnis. Also das ist schon irgendwie eine Art Detektivspiel, kann man sagen. Man kriegt immer Art Hinweise oder sie erinnert sich und dann wird man die Geschichte weiter aufgedeckt.
Und wir sind immer noch in der gleichen Welt. Schade. So, ist hier was? Das Seepartikel? Ja. Oh, da geht's weiter. Tod. Muss kämpfen. Okay. Ja. Was machen die da, Alter? Was machen die da? Ich glaube, mit denen müssen wir mal reden. So wie die mit den Bürgern da umgehen. Also das geht ja gar nicht. Hey, wir müssen mal mit euch reden. Die auch noch unverwundbar sind. Na toll. Ja. Ihr seid sehr nett. Dieser Staatsbesuch. Wenn man das mal überträgt. Also wer die Nachrichten verfolgt, der müsste es zumindest zu wissen schätzen. Aber keine Ahnung, was sie hier jetzt gerade machen wollten. Also das sind immerhin diese Wesen hier, das sind Papierwesen. Die können nichts mal was tun. Die laufen nur rum. Die haben nicht mal die Kraft, irgendwas anzuheben. Das ist schrecklich, oh große Raupe. Warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen. Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. Eine zweifelhafte Ehre, nehme ich an. Boah. Ja, nur der Beste, der Held, der kann das in der richtigen Reihenfolge. Ja, na klar, bin ich bereit. Das ist jetzt... Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich rede jetzt mal nicht. Schöne Melodie. Die Melodie ist in mein Gedächtnis eingebrannt wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Okay. Geh zu dem Baum. Hilf unseren Brüdern. Aber wenn man die Alice im Hintergrund gesehen hat, die hat sich keinen Millimeter bewegt. Die hat keine Glocken angeschlagen. Also irgendwie sind das Zauberglocken. Manchmal diese Logik von Spielen, die geht... Ich möchte nicht weiterreden. Manchmal diese extreme Logik der Spiele, die dahinter steckt. Ah, da vorne ist das, was ich gesucht habe. Weitere Zähne. Und jetzt können wir auch unser Steppenpferd aufrüsten. So. Steppenpferd-Upgrade. Das letzte Upgrade. Alter, ein Einhorn. Alter. Das ist mal ein geiles Pferd. Aber ehrlich gesagt fand ich das andere schon ein bisschen besser. Ich fand das cool. Also das hier ist ja ein Einhorn. Das ist auch noch richtig geil. Und das andere mit der Zickzack-Mähne, das fand ich auch geil. Das war fast Zickzack. Danke. Nein, nicht nochmal kämpfen. Nein. Nichtsdestotrotz. Es bleibt nichts anderes übrig. Schade. Boah. Lass mich in Ruhe. Ich muss zerstören. So, weiter, weiter, weiter. Zuerst die Quellen zerstören. Zuerst die Quellen zerstören. Das ist aber, geht ja noch relativ einfach. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Da ist noch eine Quelle. Weg damit. Da oben ist noch eine Quelle. Ich sehe die Quellen. Da unten ist auch noch eine. Diese Steine, ich muss sie zerstören. Ich muss sie zerstören. So, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Danke. Wo haben wir noch einen Stein?